Mehr denn je wird einer wachsenden Zahl von Menschen bewusst, dass die kapitalistischen wie die staatsbürokratisch-kommunistischen Methoden die gesellschaftliche Entwicklung auf der ganzen Welt in existenzbedrohende Sackgassen geführt haben. Alternativen eines dritten Weges werden zu einer immer dringlicheren Zeitnotwendigkeit. Gibt es schon konkrete Vorstellungen über solche Alternativen? Werden vielleicht bereits Anstrengungen in der Praxis unternommen, neue Wege zu beschreiten? Auf welche Erfahrungen kann man hinblicken? Im vergangenen Jahr fand vom 9. bis 19. August im Internationalen Kulturzentrum Achberg zum Thema An der Schwelle einer neuen Gesellschaft Prager Frühling 1968 Ideen, Erfahrungen, Perspektiven eine viel beachtete Konferenz statt, zu der über 500 Teilnehmer aus 15 europäischen und mehreren außereuropäischen Ländern gekommen waren. Im Rahmen dieser Konferenz wurde am 12. August 1973 der Jahreskongress Dritter Weg gegründet. Darin fand das starke Bedürfnis der Teilnehmer, trotz oder auch gerade wegen noch stark differierender Auffassungen einzelner Richtungen und Persönlichkeiten über das Bild einer neuen Gesellschaft jenseits der herrschenden Verhältnisse in Ost und West, einen Prozess der Zusammenarbeit in Gang zu setzen, seinen praktischen Ausdruck. Kooperation soll zunächst darin bestehen, jährlich gemeinsam einen Kongress zu veranstalten. Ein Forum für die Darstellung von Ideen, Impulsen, Initiativen und Aktivitäten möglichst vieler Menschen, die in ihrem Denken und Handeln eine Richtung weg von den Theorien und Praktiken des Privatkapitalismus einerseits, des staatsmonopolistischen Kommunismus andererseits eingeschlagen haben, damit in der Entwicklung immer wieder erfahrbar werde, welchen Umfang die Bemühungen um einen dritten Weg bereits angenommen haben, wo Probleme liegen und welche begrifflichen und empirischen Ergebnisse schon vorgelegt werden können. Das Forum des Jahreskongresses wird also ein Spiegel sein, sowohl der differierenden Vorstellungen als auch des Standes der Entwicklung gemeinsamer Erkenntnisse und Aktivitäten im Rahmen der gegenwärtigen Gesamtbestrebungen um eine gesellschaftliche Alternative. Von der Achberger Gründungsversammlung wurde das Selbstverständnis des Jahreskongresses wie folgt formuliert. Der Jahreskongress versteht sich als ein freies Forum des Austausches von Gedanken und Erfahrungen all jener,
die den beiden vorherrschenden gesellschaftlichen Ordnungen und Praktiken des Westens und des Ostens kritisch gegenüberstehen und die Konzeption eines dritten Weges erarbeiten wollen. In zweierlei Hinsicht wird diese Aufgabe nun wahrgenommen werden müssen. Erstens soll die geistige Kontinuität der Arbeit dadurch wachsen, dass man sich in einem sinnvollen Aufbau von Jahreskongress zu Jahreskongress jeweils auf ein bestimmtes Thema konzentriert und dieses Thema in den Mittelpunkt der gemeinsamen Betrachtung stellt. So ergab sich aus der Beschäftigung mit den Ideen des Prager Frühlings im Sommer 1973 das Thema Selbstverwaltung als gesamtgesellschaftliches Gestaltungsprinzip für 1974. Zweitens soll den spezifischen Anliegen vieler Menschen, die sich für die Alternative eines dritten Weges interessieren, dadurch Rechnung getragen werden, dass der Jahreskongress auch Raum bietet für die Behandlung vielfältigster Themen, die außerhalb des Schwerpunktthemas liegen. Themenangebote und Bedürfnisse können frei eingebracht werden. Man kann heute von Sozialisierung als von dem reden hören, was der Zeit nötig ist. Diese Sozialisierung wird kein Heilungsprozess, sondern ein Kurpfuscherprozess am sozialen Organismus sein, vielleicht sogar ein Zerstörungsprozess, wenn nicht in die menschlichen Herzen, in die menschlichen Seelen einzieht, wenigstens die instinktive Erkenntnis von der Notwendigkeit der Dreigliederung des sozialen Organismus. Dieser soziale Organismus muss, wenn er gesund wirken soll, drei solche Glieder gesetzmäßig ausbilden. Eines dieser Glieder ist das Wirtschaftsleben. Hier soll mit seiner Betrachtung begonnen werden, weil es sich ja ganz augenscheinlich, alles übrige Leben beherrschend, durch die moderne Technik und den modernen Kapitalismus in die menschliche Gesellschaft hereingebildet hat. Dieses ökonomische Leben muss ein selbstständiges Glied für sich innerhalb des sozialen Organismus sein, so relativ selbstständig, wie das Nervensinnessystem im menschlichen Organismus relativ selbstständig ist. Zu tun hat es dieses Wirtschaftsleben mit all dem, was Warenproduktion, Warenzirkulation, Warenkonsum ist. Als zweites Glied des sozialen Organismus ist zu betrachten das Leben des öffentlichen Rechtes, das eigentliche politische Leben. Zu ihm gehört dasjenige, das man im Sinne des alten Rechtsstaates
als das eigentliche Staatsleben bezeichnen könnte. Während es das Wirtschaftsleben mit all dem zu tun hat, was der Mensch braucht aus der Natur und aus seiner eigenen Produktion heraus, mit Waren, Warenzirkulation und Warenkonsum, kann es dieses zweite Glied des sozialen Organismus nur zu tun haben mit all dem, was sich aus rein menschlichen Untergründen heraus auf das Verhältnis des Menschen zum Menschen bezieht. Es ist wesentlich für die Erkenntnis der Glieder des sozialen Organismen, dass man weiß, welcher Unterschied besteht zwischen dem System des öffentlichen Rechtes, das es nur zu tun haben kann aus menschlichen Untergründen heraus mit dem Verhältnis von Mensch zu Mensch, und dem Wirtschaftssystem, das es nur zu tun hat mit Warenproduktion, Warenzirkulation, Warenkonsum. Man muss dieses im Leben empfindend unterscheiden, damit sich als Folge dieser Empfindung das Wirtschafts- von dem Rechtsleben scheidet, wie im menschlichen natürlichen Organismus die Tätigkeit der Lunge zur Verarbeitung der äußeren Luft sich abscheidet von den Vorgängen im Nervensinnesleben. Als drittes Glied, das ebenso selbstständig sich neben die beiden anderen Glieder hinstellen muss, hat man im sozialen Organismus das aufzufassen, was sich auf das geistige Leben bezieht. Noch genauer könnte man sagen, weil vielleicht die Bezeichnung geistige Kultur oder alles das, was sich auf das geistige Leben bezieht, durchaus nicht ganz genau ist. Alles dasjenige, was beruht auf der natürlichen Begabung des einzelnen menschlichen Individuums, was hineinkommen muss in den sozialen Organismus auf Grundlage dieser natürlichen, sowohl der geistigen wie der physischen Begabung des einzelnen menschlichen Individuums. Das erste System, das Wirtschaftssystem, hat es zu tun mit all dem, was das sein muss, damit der Mensch sein materielles Verhältnis zur Außenwelt regeln kann. Das zweite System hat es zu tun mit dem, was das sein muss im sozialen Organismus wegen des Verhältnisses von Mensch zu Mensch. Das dritte System hat es zu tun mit all dem, was hervorsprießen muss und eingegliedert werden muss in den sozialen Organismus aus der einzelnen menschlichen Individualität heraus. Rudolf Steiner, die Kernpunkte der sozialen Frage. Wie man auch über das Verhältnis der religiösen Impulse und dessen, was mit ihnen verwandt ist, zu der wissenschaftlichen Denkungsart der neueren Zeit urteilen mag, man wird, wenn man unbefangen die geschichtliche Entwicklung betrachtet, zugeben müssen, dass sich das wissenschaftliche Vorstellen aus dem Religiösen entwickelt hat. Aber die alten, auf religiösen Untergründen ruhenden Weltanschauungen haben nicht vermocht, ihren seelentragenden Impuls der neueren wissenschaftlichen Vorstellungsart mitzuteilen. Sie stellten sich außerhalb dieser Vorstellungsart und lebten weiter mit einem Bewusstseinsinhalt, dem sich die Seelen des Proletariats nicht zuwenden konnten. Den führenden Klassen konnte dieser Bewusstseinsinhalt noch etwas Wertvolles sein. Er hing auf die eine oder die andere Art mit ihrer Lebenslage zusammen. Diese Klassen suchten nicht nach einem neuen Bewusstseinsinhalt, weil die Überlieferung durch das Leben selbst sie den Alten noch festhalten ließ. Der moderne Proletarier wurde aus allen alten Lebenszusammenhängen herausgerissen. Er ist der Mensch, dessen Leben auf eine völlig neue Grundlage gestellt worden ist. Für ihn war mit der Entziehung der alten Lebensgrundlage zugleich die Möglichkeit geschwunden, aus den alten geistigen Quellen zu schöpfen. Rudolf Steiner, die Kernpunkte der sozialen Frage. Thank you.
rasche Mal. Vor eine nach solchen Gedanken hin orientierte Wissenschaftlichkeit sah sich der moderne Proletarier gestellt, wenn er nach einem Seeleninhalt suchte, der ihn empfinden lassen sollte, wie er als Mensch im Weltdasein drinnen steht. Er nahm diese Wissenschaftlichkeit restlos ernst und zog aus ihr seine Folgerungen für das Leben. Ihn traf das technische und kapitalistische Zeitalter anders als den Angehörigen der führenden Klassen. Dieser stand in einer Lebensordnung drinnen, welche noch von seelentragenden Impulsen gestaltet war. Gegenwärtig vermeint der Proletarier eine Grundkraft seiner Seele zu treffen, wenn er von seinem Klassenbewusstsein redet. Doch die Wahrheit ist, dass er seit seiner Einspannung in die kapitalistische Wirtschaftsordnung nach einem Geistesleben sucht, das seine Seele tragen kann, das ihm das Bewusstsein seiner Menschenwürde gibt und dass ihm das als ideologisch empfundene Geistesleben diesen Bewusstseinsstand nicht entwickeln kann. Er hat nach diesem Bewusstsein gesucht und er hat, was er nicht finden konnte, durch das aus dem Wirtschaftsleben geborene Klassenbewusstsein ersetzt. Rudolf Steiner, die Kernpunkte der sozialen Frage. Der dritte Weg, eine Utopie oder eine reale Möglichkeit. 500 junge Menschen versammelten sich 1974 hier in Achberg. Für viele die erste Begegnung mit diesen Problemen, für andere jahrelange Vorarbeit, Praxis und Teil ihres Lebensinhaltes. Die Forderung, in den Kernpunkten der sozialen Frage erhoben, ein freies Geistesleben, ein freies Rechtsleben, ein freies Wirtschaftsleben. In welcher Art und Weise umzusetzen? Nur kollektiv, durch Demonstrationen, durch Veränderung im gesellschaftlichen Bereich, durch Handeln, wie weit ist jeder Einzelne am Beginn oder mittendrin in diesem Prozess? Dadurch wird der wirtschaftliche Zwang unmöglich gemacht, der vom Kapitalisten dann ausgeht und als Menschen unwürdig empfunden wird, wenn der Kapitalist seine Tätigkeit aus den Kräften des Wirtschaftslebens heraus entfaltet. Und es wird die Lähmung der individuellen menschlichen Fähigkeiten nicht eintreten können, die als eine Folge sich ergeben muss, wenn diese Fähigkeiten vom politischen Staate verwaltet werden.
Das Erträgnis einer Betätigung durch Kapital und individuelle menschliche Fähigkeiten muss im gesunden sozialen Organismus wie jede geistige Leistung aus der freien Initiative des Tätigen einerseits sich ergeben und andererseits aus dem freien Verständnis anderer Menschen, die nach dem Vorhandensein der Leistung des Tätigen verlangen. Mit der freien Einsicht des Tätigen muss auf diesem Gebiete in Einklang stehen die Bemessung dessen, was er als Erträgnis seiner Leistung nach den Vorbereitungen, die er braucht, um sie zu vollbringen, nach den Aufwendungen, die er machen muss, um sie zu ermöglichen und so weiter, ansehen will. Er wird seine Ansprüche nur dann befriedigt finden können, wenn ihm Verständnis für seine Leistungen entgegengebracht wird. Durch soziale Einrichtungen, die in der Richtung des hier Dargestellten liegen, wird der Boden geschaffen für ein wirklich freies Vertragsverhältnis zwischen Arbeitleiter und Arbeitsleister. Und dieses Verhältnis wird sich beziehen nicht auf einen Tausch von Ware bzw. Geld für Arbeitskraft, sondern auf die Festsetzung des Anteiles, den eine jede der beiden Personen hat, welche die Ware gemeinsam zustande bringen. Kernpunkte der sozialen Frage von Rudolf Steiner.